Name ist Michael Hanses, ich bin Mitglied der Propsteigemeinde Bochum und möchte im Folgenden etwas über die Nächstenliebe sagen. Im gesamten Evangelium lesen wir immer davon, dass Jesus die Menschen lehrt. So auch und besonders in der Bergpredigt. Hier sagt er einen sehr bedeutenden Satz, wie ich finde. Nämlich, selig die Barmherzigen, denn sie werden das Land erben. Lassen Sie uns einmal kurz innehalten und nachdenken. Hier zeigt er uns, wie wir leben sollen. Barmherzigkeit bedeutet hier den Nächsten mit den Augen der Liebe sehen. Es geht vor allem um die Nächstenliebe, die aus dem Herzen entspringt. Die aktive, gelebte, nicht nur die Scheckbuchliebe, wie ich immer sage, das wäre zu einfach, sondern hier und ganz praktisch hier in unserem Umfeld können wir mit offenen Augen durch die Welt gehen, auch und gerade heute das Elend derer sehen, die am stärksten unter der Pandemie leiden. In dieser Fastenzeit soll sich der Mensch durch Enthaltsamkeit neu besinnen und die Nähe zu Gott suchen. Gerade heute in dieser schwierigen Zeit kann man auf viele Dinge verzichten und gleichzeitig damit anderen etwas Gutes tun. Seien Sie kreativ. Es findet sich bestimmt eine Möglichkeit, das Leben Ihrer Mitmenschen auch und gerade jetzt ein wenig zu erleichtern. Denn wie ein altes Sprichwort sagt, die Freude ist das Einzige, was sich vermehrt, wenn man sie teilt. Vielleicht hat diese schwierige Zeit auch etwas Gutes. Wir können uns rückbesinnen auf die wahren Werte, ausbrechen aus der Hektik des Alltags und so vielleicht sogar Gott wieder etwas näher kommen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen noch eine gesegnete Fastenzeit und ein frohes und besinnliches Osterfest.